bevor wir flüchten, erstmal Rüstung anziehen. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Was ich jetzt glaube, ich glaube nicht, dass wir selbst bis nach Ratai ziehen können. Sonst hätte man ja wieder ein offenes Spiel. Ich denke mal, wir werden jetzt bis zu einem bestimmten Punkt gehen, reiten. Wie das bei der Flucht von Tarnberg war, das Abdampfen da. Und dann kommt einfach eine Zwischensequenz, wir kommen bei Nacht und Nebel in Ratai an, berichten Herrn Harnusch und Herrn Ratzig von dem, was wir erlebt haben und überhaupt wissen. Und dann geht es einfach in Zwischensequenzen weiter. Das ist erstmal meine Vermutung. Mal gucken, ob ich damit richtig liege. Aber erstmal wieder anhosen. Kuttenberger, nein. Kyras, Plattenhandschuhe und der Ring. Gut, wir sind vollständig. Yenda, bin ich froh, dich wiederzusehen. Oh Gott. Was ist das? Ich will doch bloß aufsteigen. Was? Hey, aufsitzen und stehlen. Da? Okay, man soll hier nicht mit dem Pferd entkommen. Das ist nicht vorgesehen. Dann gehen wir einfach bis zu dieser Grenze, bis die Zwischensequenz kommt. Wobei, wir müssen ja Büschek finden. Das ist dann die Zwischensequenz. Ob hier draußen auch jemand herumeiert? Den Nachtfalken spare ich mir jetzt mal. Wenn der Büschek gleich vor mir steht, dann... Ich erschrecke, ey. Ich hau ihn um. Bis wohin müssen wir eigentlich? Gott, bis da runter ans Wasser. Ja, hier war mal Wald. Haben sie abgeholzt. Ich zieh mir den doch rein. Oder nee, komm, die Fackel. Die 2 Minuten oder die 1 Minute Nachtfalke. Nee, das ist Verschwendung. Fackel wollte ich. Alles F... H wie Honig, E wie F. So. Dann sehen sie mich zwar auch, aber hey. Ich denke mal, Banditen können uns jetzt nicht angreifen. Wobei, es wäre schon cool, wenn man hier noch auf sowas stößen könnte. Das würde diese Flucht nochmal etwas besonders machen. Noch spannender als ohnehin schon. Also, der Grundgedanke. Büschek hat uns geholfen, wir müssen da raus. Erstmal ohne Ausrüstung. Wobei Spannung mit dem, was wir da erlebt haben, wie die sich alle vor unserer Hütte da positioniert haben zum Abpfeilen, das war schon, naja. Aber gut, will ich es mal schnell vergessen. Gleich kommt eine Zwischensequenz. Ich habe etwas Gänsehaut. Wir sind draußen. Jetzt musst du deinen Teil der Abmachung einhalten. Nee, also so ein Arsch bin ich jetzt dann doch nicht. Also klar, es ist Büschek. Wir wissen, was Büschek bisher gemacht hat, aber wir müssen ja nicht genau so ein Arsch sein wie er. Keine Sorge, ich halte mein Wort. Aber ich muss nach Ratai zu meinem Vater. Sie nahmen mir mein Geld weg, als ich gefasst wurde. Gar nicht wahr. Gut, wir sollten sowieso schnell die Fliege machen. Du wirst mir helfen müssen. Irgendwie hat mir die Behandlung dieses Hünen nicht gut getan. Du hast nicht zufällig irgendwo ein Pferd versteckt. Wir haben doch Yenda. Ein Pferd? Daran habe ich nicht gedacht. Dann nehmen wir halt nicht Yenda. Unsere Rüstung ist wieder ausgezogen. Ja, damit es einfach besser rüberkommt. Aber dass das Spiel gerade nicht berücksichtigt, dass wir unsere Ausrüstung hätten mitnehmen können. Etwas schade, aber schöne Bilder. Laden auf 360, weg vom Tisch. Ich hoffe, das lädt jetzt nicht so lange wie beim Ändern von Einstellung ab und zu. Wie letztens noch bei den Bauers, als ich die ganze Zeichendistanz, die Draw-Distanz hochgestellt habe. Also noch kommt da kein Kringel aus dem
aus dem Tor, aus dem Torhaus. Ich schätze einfach mal, das wird, ja genau, gleich verschwinden. Wie hell das da drin ist. Gab es Kunde über deinen Jungen, Ratzig? Noch nicht. Ich hoffe, der Bursche hat sich nicht übernommen. Wird mich nicht überraschen, so draufgängerisch wie der ist. Ich frag mich wirklich, von wem er das wohl haben mag. Hör auf, Hanus. Der weiß auch mehr. In Verzeih, Rüstung. Herr, dieser Kerl hier, Heinrich! Vater? Ich sag's ja, ein Draufgänger. Nun, wie ich sehe, warst du nicht untätig und wir haben dringend eine Unterhaltung zu führen, unter vier Augen. Mir scheint, als hättest du einiges zu berichten. Was ist geschehen? Ich, saß eine Weile in Vranik fest. Aber ich weiß jetzt, was sie planen. Ich würde so gern die Reaktion von denen gerade mitbekommen, wenn die hören. Es wird ausgeheckt. Und von wem? Raus damit, Junge! Es besteht kein Zweifel mehr. Dieser ungarische Adlige steckt dahinter. Der, den du am Tage von Sigismunds Raubzug auf Skalitz zu Gast hattest. Herr Istvan Toss. Toss und seine Schergen. Es passt alles zusammen. Sie stellen die gefälschten Münzen her und nutzen sie, um Söldner anzuheuern. Er hat bereits eine beachtliche Streitmacht in Vranik versammelt. Aber was zum Teufel will er? Das weiß ich genau. Aber es wird euch nicht gefallen. Wie das? Wir hatten eine lange Unterredung. Was? Beim Versuch, in ihr Lager zu gelangen, wurde ich gefangen genommen. Wir unterhielten uns und er verriet mir seinen ganzen Plan. Was? Jetzt er auch. Vermutlich dachte er, er müsse ihn nicht länger geheim halten. Das überrascht mich nicht. Warum nicht? Was hat dieser Bastard vor? Er dient Sigismund und will König Wenzels Verbündete vernichten. Also uns. Er hat eine beachtliche Streitmacht formiert und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir sie besiegen können. Niemand wird uns jetzt zu Hilfe eilen. Elender Hundsfott! Ich zieh ihm die Haut ab! Wie viele Männer hat er? Über 100, würde ich sagen. Wie gut ist ihr Lager befestigt? An einer Stelle nicht gut. Es handelt sich dabei um eine verlassene Feste auf einem Hügel über Sasau, umgeben von einer Palisade. Drei Seiten sind unzugänglich. Bastard! Ich vernichte dieses Gezücht! Das ist leicht gesagt, alter Freund. Toss scheint kein Risiko einzugehen. Zusammen mit Divish können wir genug Männer aufbieten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dieser Bastard giert nach einer Schlacht. Also sollten wir es sein, die Zeitpunkt und Ort bestimmen. Zweifellos. Wir müssen sie überraschen. Am besten greifen wir morgen Nacht an. Schneller können wir uns nicht bereit machen. Das wollte ich hören, Ratzig. Heinrich, lass dich zusammenflicken und begib dich danach umgehend zu Herrn Divish von Talmberg. Sag ihm, er möge mit all seinen fähigen Männern morgen Abend gen Vranik marschieren. Wir erwarten ihn dort. Ja, Herr. Endlich kann ich zeigen, dass mein Schwert nicht bloß ein Schmuckstück ist. Was denn, Heinrich? Gibt es noch etwas? Also, wir müssen uns noch um Bishek kümmern. Und wer ist das? Er hier. Er sollte gehängt werden. Er ist ein Mörder und Verräter. Er verdient eine Belohnung. Er rettete mein Leben. Im Ernst der Lage. Bishek kommt aus Skalitz. Er half mir bei der Flucht und rettete mir damit das Leben. Ich versprach ihm eine Belohnung. Nun, Bishek, wenn du meinen Sohn gerettet hast, bin ich dir zu Dank verpflichtet. Bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hab Dank, Herr. Danke für die Großzügigkeit. Guck ihn doch wenigstens an. Unter diesen Umständen fragen wir nicht, wie es sich zutrug, dass du bei diesen Schweinen in Vranik warst. Du gehst besser, bevor ich anfange, darüber nachzusinnen. Ja, Herr. Hab Dank, Herr. Lebt wohl, die Herren. Danke, Heinrich. Gott sei mit dir. Dann hätte er also auch 525 erhalten. Nimm ein gutes Mahl zu dir und lass deine Wunden verarzten. Du siehst scheiße aus. Dankeschön. Falls du Ausrüstung benötigst, sag es Bernhard. Er wird dich ausstaffieren. Ja, mein Herr. Kein mein Herr mehr. Ich bin dein Vater. Ich schwöre, ich wollte es dir sagen, Junge. Es grämt mich, dass ausgerechnet Istvan mir zuvorkam. Aber jetzt haben wir wichtigere Dinge zu tun, hm? Später haben wir noch genug Zeit, um zu reden.
oder nicht? Wie du wünschst, Herr... Vater. Gut. Nun begib dich schnellstmöglich zu Divish, mein Sohn. Wie der gegrinst hat. Warum konnten wir nicht den Helm komplett ablegen, so wie gerade eben? Weil ich mich genauso angezogen habe. Zwischensequenz, gleich mal an Tarnberg. Wir werden jetzt nicht mehr groß in der Welt herumreisen können. Das passiert jetzt alles zack, zack, zack. Ich glaube kaum, dass Herr Bernhard uns groß was geben kann. Wir haben doch eigentlich die beste Ausrüstung, die man haben kann. Dafür haben wir doch über 300 Folgen gesucht. Wobei ich trotzdem sehr interessiert bin, was die anzubieten haben. Also ein klein wenig Freiheit haben wir schon, denke ich. Klar, sieht man jetzt zum Beispiel. Aber ich denke mal, komplett nach Tarnberg reisen geht vielleicht nicht. Ui. Zwischensequenz, eben. Hätte meinen Kram ablegen können, den etwas Kram. Ich hoffe, du konntest gut ruhen nach allem, was du durchgemacht hast. Du könntest es nötig haben. Heute Nacht machen wir uns ans Werk. Also begib dich schnellstmöglich nach Tallenberg und wecke Herrn Divish und seine Männer. Wir treffen uns abends bei der Feste und rechnen mit diesem Teufelspack ab. Ich wüsste gern... Ich hätte den Helm abnehmen sollen. Haben die jetzt gerade alle Heinrich, Hallo Heinrich gesagt? Ach, das wieder. Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Haben die gerade alle zusammen... Ich muss die Kunde umgehend den Tallenbergern also überbringen. Gut, Männer. Sonst haben sie nicht genug Zeit, uns in Vranik zu unterstützen. Es wird eine lange und harte Nacht. Bei Sonnenuntergang will ich jeden... Moment, ich setze erstmal den Helm ab. Das nervt mich nämlich gerade. War das Zeug nicht mal anders sortiert? Warum sind die Teile jetzt so weit unten? Frechheit. Nein, ich habe das abgebrochen damit. Och nee. Kacke. Kannst du nochmal von vorne anfangen? Mist. Grüß dich. Oh. Meins, 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 meins. Hier, guck mal, habe ich gefunden. Ich habe Trophäen. Zeig her. Das haben sie verdient. Gott, wir machen jetzt los. Wir müssen warnen. Das ist bestimmt zeitlich gesteuert. Davon hängt dann unser Ausgang ab, schätze ich mal. Wenn ich mich jetzt nicht beeile, dann ziehen wir ohne Divish los. Und dann könnten wir das... Ich weiß gar nicht, ob es ein alternatives Ende gibt. Könnten wir das vielleicht verlieren? Also, Rache. Endlich haben wir das Schlangennest aufgespürt. Nun ist es an der Zeit, dem größtmöglichen und giftigsten Exemplar den Kopf abzuschlagen. Begib dich nach Tarnberg und setze Herrn Divish über den Angriff in Kenntnis. Mein Zuhause wurde zerstört. Markwart von Aulitz, das ist immer noch das. Nee, stürze dich in die Schlacht um Vranik und hol das Schwert deines Vaters zurück. Im doppelten Sinne. Irgendwie. Ziehvater und richtiger Vater. Ich ging für Befehle zu Hauptmann Bernhard und er sandte mich zu Herrn Divish nach Tarnberg, um Verstärkung zu erbitten. Ich hätte auch gleich nach dem Schlüssel zur Rüstkammer fragen sollen, um mich vernünftig auszurüsten. Ich muss Herrn Divish darüber in Kenntnis setzen, dass ein Angriff auf Vranik bevorsteht und dafür Vorbereitungen getroffen werden müssen. Kann ich noch zur Rüstkammer gehen? Zumindest ist ja kein Questmarker in Ratai. Aber wir sind bestens ausgerüstet. Hätte trotzdem gern mal in die Rüstkammer geschaut. Das jetzt nicht. Mal gucken, ob wir doch hier selbst hinreisen können. Ich denke mal schon, wenn ich mir zu viel Zeit lasse, dann schlägt das fehl und wir müssen alleine hin. Kann ich mir zumindest vorstellen. Vollbit Q. Ich will nochmal kurz gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist, was hier aufgezeigt wird. Irgendein Wegpunkt, der gar nicht dahin gehört. Zum Beispiel hier, Rüstkammer in Ratai. Aber alles da, wo es sein muss. Gut, dann dampfen wir ab. Weg da. Müssen wir eigentlich, das lege ich erstmal ab. Was? So. Was mampfen müssen wir jetzt nicht zwingend, dann gleich mal rüber. Ah,
aber ich werde mal Klumpatsch ablegen. Zumindest bei Yenda, damit wir etwas mitnehmen können, wenn wir dann gleich in die Schlacht ziehen. Wobei das eigentlich gar nicht gemacht werden sollte. Wenn wir im Kampf sind, sollte ich nicht schauen, ob ich noch irgendwas Nützliches mitnehmen kann. In die Satteltasche. Rabenschnabel in die Satteltasche. In die Satteltasche. Nein. Die Schaufel kann da auch rüber. Eine Fackel. Du kommst weg. Die Bücher belasse ich mal. Hose. Gut, dann jetzt auch rüber. Plopp. Die laufen jetzt bestimmt. Ja. Alle nach Vranik, die ganzen Leute hier. Hallo Leute ohne Gesichter, aber mit Haaren. Ich hätte einfach mal, das nach Tarnberg reisen ist zeitlich begrenzt. Hätten wir ein langsameres Pferd, dann dürften wir uns keine Umwege erlauben. Ich schätze mal, die Leute laufen jetzt eben nach Vranik. Wenn die angekommen sind, dann kommt automatisch eine Zwischensequenz. Und dann steht halt oben da, gescheitert. Herrn Divish informieren und um Verstärkung bitten, oder eben? Jetzt gleich Häkchen, haben wir geschafft. Jetzt habe ich noch ein Lager entdeckt, weil ich jetzt erstmalig nach links geguckt habe, als ich hier raus bin. Aber ich fände es jetzt nur verkehrt, wenn diese Mission, was war das wieder? Wenn die Mission jetzt nicht zeitlich begrenzt wäre. Es geht nun mal. Zack um zack. Auge um Auge. Aber ich will es nicht ausprobieren, ob die Mission zeitlich begrenzt ist. Aber ich konnte Herrn Bernhard gar nicht nach dem Schlüssel zur Rüstkammer fragen. Ich habe extra noch was fragen wollen, aber da war nichts dergleichen. Ich würde ganz gerne noch irgendwie Kram mitnehmen. Wobei Ringelblumen aufgüsse habe ich noch genug. Und so ein Lazarus-Elixier habe ich mir auch erst letztens noch gekauft, ne? Und eins haben wir auf jeden Fall. Wir sind schon gut ausgerüstet, so ist es nicht. Was ich mir jetzt aber auch vorstellen kann, dass uns Morkok und die Bande jetzt noch über den Weg läuft. Ich gehe wieder oben lang, ist mir lieber. Da kenne ich mich immerhin aus. Dass das jetzt noch eine Ablenkung sein könnte, dass die jetzt auftauchen. Wir müssten uns dann vielleicht rausreden. Oder fliehen oder kämpfen. Und wenn wir kämpfen, kann es sein, dass die Mission Herrn Divish informieren fehlschlägt. Wobei wir jetzt schon so weit sind. Gedanken über Gedanken, die man sich so macht. Ob ich es gänzlich ohne auf die Karte schauen schaffe, da in Tarnberg anzukommen. Ich muss halt irgendwie oben beim Jäger rauskommen. Aber das schaffe ich schon, wenn ich gleich über die Brücke gehe und dann oben bin. Na. Da, wo mal der Neuhofhans sich versteckt hat in dem Häuschen. In der Butz da hinten. Ich muss ja bloß diesen Weg hier finden. Der etwas versteckt ist, obwohl er groß ist. So, hier schon? Nee. Ja. Hier ist er. Ja. Und dann sind wir auch schon praktisch da. Das ist nicht Morkok. Vielleicht treffen wir den auch in der Schlacht. Vielleicht heißt es dann irgendwie hinter Ishtwan. Und dann tritt uns die Bande um Morkok vor die Augen. Und so könnte vielleicht der Ishtwan entkommen. Ah, Gedankenspiele sind was Feines. Ja! Muss aber sagen, es war eben recht wenig überraschend, dass der Ishtwan, wie du aussiehst. Sei mit dir, Heinrich. Und dein Kopf sei auch mit dir. Ja. Es war wenig überraschend, dass er Ishtwan das war. Wir haben ja nach Privislavitz. Ich verstehe nicht, warum man da so eine Zwischensequenz gezeigt hat. Sonst ist ja alles immer so aus der Ego-Perspektive und ansonsten in Zwischensequenzen um uns herum. Warum hat man da eine Sequenz ohne Heinrich gezeigt?
die Herrn Istvan verraten hat. Wobei man hätte auch so drauf kommen können. Na egal. Ja. Schnell. Herrin Stephanie sitzt draußen, ne? Ob auf die jemand aufpasst, währenddessen hier alle in den Krieg ziehen? Ich hoffe, es kommt keiner ums Leben. Wo ist der? Ist der hier drin? Aufstehen, wir müssen ihn ja aufwecken. Schnarchnase. Nee, ist er nicht. Schläft er bei ihm mit im Zimmer? Mist, wo ist der? Vielleicht ist der in seinem hier Stockwerk. Da. Robert, du auch da. Hoffentlich stirbt gar keiner. Von unserer Seite. Ah, bin ich gespannt. Oh, und ich sehe gerade, ich muss böse sein. Folge vorbei. Das mache ich aber nicht jetzt. Am Ende geht's gleich los und ich habe da was nicht mit im Kasten. Herr, ich bringe dringende Kunde von meinem Vater. Den Herrn Ratzig und Hanusch. Du scheinst es zu wissen. Was möchte dein Vater? Alle wissen es natürlich, außer wir. Steckt und Vater und Herr Hanusch beschlossen, dem ein Ende zu setzen. Was? Wer ist denn für all das verantwortlich? Du kennst ihn vielleicht. Istvan Toss. Ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, doch Herrn Ratzig zufolge war er bereits einmal in Skalitz zu Gast. Vor dem Angriff. Das ist wohl kein Zufall. Was ist er für ein Mann? Wonach strebt er? Er dient König Sigismund und geht gegen die Adligen vor, die hinter König Wenzel stehen. Er hat eine beachtliche Streitmacht in der alten Feste über Sasau versammelt und will bald angreifen. Vater und Herr Hanusch wollen zuschlagen und ihn vernichten, ehe er sich vorbereiten kann. Oh, um Himmels Willen! Wann und wo? Heute Nacht. Sie bitten dich, deine Männer zu sammeln und bei Vranik zu ihnen zu stoßen. Das ist Wahnsinn! Das mag sein, aber ich fürchte, Sie haben recht. Je schneller wir dieses Gewürm tilgen, desto besser. Versammle die Männer. Heute Abend rücken wir aus. Das gerade genug zurück, um die Burg zu bewachen. Also gut, Herr. Wie du befiehlst. Schließt du dich uns an? Aber hallo. Ja, Herr. Es gibt noch eine Rechnung zu begleichen. Hier geht's Schlag auf Schlag. Das ist ein cooles, in Anführungszeichen, Ende. Cool inszeniert. Gemacht ist es auf jeden Fall. Na, sieh mal einer an, Tewisch. Kannst es dir wohl nicht entgehen lassen, was? Du hast doch wohl nicht erwartet, dass ich dir den ganzen Ruhm überlasse. Uns würde es im Traum nicht einfallen, ohne dich anzufangen. Wie ist die Lage? Habt ihr schon verhandelt? Haben wir. Was ist dabei rausgekommen? Nicht gerade das, was wir uns erhofft hatten. Ratzig wollte erst persönlich mit ihm verhandeln. Glücklicherweise konnte ich ihm das ausreden. Sieht so aus, als würden wir die Situation nicht kampflos lösen können. Und das ist auch gut so. Dann gibt es endlich mal gute Unterhaltung hier bei uns auf dem Lande. Zu unserem Glück hat mein Sohn hier sehr viel Mut bewiesen und sich in die Höhle des Löwen gewagt, um sie zu bespitzeln. Sag uns, was du weißt, Junge. Die haben einen Kackhaufen Schlupfloch an der Seite. Die innere Palisade was ist auch genau noch da. Was möchtet ihr denn wissen?
für den Anfang, wie gut ihre Anlage befestigt ist. Auf einmal hat er einen Helm auf. Die äußere Palisade umgibt das ganze Lager. Auf einem kleinen Hügel innerhalb der Anlage befindet sich ein heruntergekommenes Bauernhaus, umringt von einer weiteren Palisade. Dort wurde ich gefangen gehalten. Und dort sind auch Toss und seine engsten Vertrauten. Kannst du uns sagen, wie viele Zelte es gibt und wie sie aufgestellt sind? Es könnten 50 sein, vielleicht 60. Die meisten befinden sich im rechten Teil des Lagers. Und Männer, wie viele haben sie in ihren Reihen? Mindestens 80 an der Zahl. Wir haben selbst kaum mehr in unseren Reihen. Und dennoch sind es mehr, wenn auch nur ein paar. Zudem sind unsere gut ausgerüstet und diszipliniert, im Gegensatz zu diesem wilden Haufen. Letzteres stimmt so, auf jeden Fall. So wie ich das sehe, greifen wir sie am besten aus dieser Richtung an. Wie sieht es an den anderen Seiten aus? Das Gelände im Osten ist voller Felsen. Ein Großangriff ist dort nicht möglich. Andererseits konnte ich dort entkommen. Sie entledigen sich dort ihrer Abfälle. Der Haufen ist so hoch, dass er fast bis zum Rand der Palisade reicht. Das ist interessant. Der Wall ist weitläufig. Selbst wenn es wirklich so viele sind, können sie nicht die gesamte Palisade bewachen. Wenn wir das Tor mit voller Wucht stürmen, haben sie nicht genug Männer für hinten. Eine ausgezeichnete Strategie. Ich habe nichts Geringeres von dir erwartet. Wenn wir gleichzeitig für Aufruhr sorgen, werden sie nicht wissen, wie ihnen geschieht. Aufruhr? Wir pupsen den vors Tor. Zelte? Ja, Herr. Die zünden werden mit Brandfallen. Wenn ich mich nicht irre, sind Zelte leicht in Brand zu stecken. Und wir haben einige Bogenschützen. Du machst keine halben Sachen, Divish. Aber es regnet, sehr oder? Gut. Wir haben also einen Plan. Robert schnappt sich 10 Männer und schleicht sich mit ihnen zur Rückseite der Anlage. Dort führt er einen Weg hinein, aber bleibt unbemerkt. Ich gebe mein Bestes, Herr. Das wird nicht allzu schwer. Ich denke, der Feind wird genug andere Sorgen haben. Der Rest von uns startet einen frontalen Angriff. Lasst brennende Pfeile regnen und dann greift an. Diesen Bastarden wird Hören und Sehen vergehen. In diesem Moment fallen ihnen Robert und seine Männer eiskalt in den Rücken. Klingt nach einem guten Plan. Gott sei mit euch, meine Freunde. Lasst uns diese Hurensöhne ein für alle Mal vernichten. Hurra! Hoffentlich bleiben die auch alle vollständig, die hier gerade standen. Und hoffentlich greifen nicht hinterrücks ein paar zu Hause an. Alle mal herhören! Bald werden wir uns diesen miesen Hunden stellen! Sie morden, berauben und schänden unsere Weiber! Viel zu lange schon sind sie uns ein Dorn im Auge! Sie mögen sich vielleicht hinter einer Palisade verschanzt haben, aber dieses Gesindel ist Männern wie euch nicht im Geringsten gewachsen! Und heute Nacht werden wir die Bäume mit ihren Leichen schmücken! Zuerst stecken wir ihr kleines Hornissennest in Brand. Danach beschäftigen wir sie am Tor. Und wenn wir ihn ordentlich eingeheizt haben, nicht so fällt laut. Herr Robert ihn mit seinen Männern in den Rücken. Nicht so laut. Gemeinsam machen wir Hackfleisch aus ihnen. Alles klar soweit? Ja, Herr. Gut. Also, wenn wir die Palisade erreichen, decken die Bogenschützen die Männer, die sie überwinden. Und auch die mit dem Sturmbock. Wer von diesen Scheißkerlen dumm genug ist, den Kopf rauszustrecken, wird mit Pfeilen gespickt, verstanden? Ja, Herr! So gefällt mir das, dann los, vorwärts! Ich muss mir aber vorher noch ein paar Tränke reinpfeifen. Dringe in das Lager ein. Erstmal die ganzen 80 Leute laden. Und ich könnte mir jetzt ganz gemein, aber das muss sein, eine Pause. Und dann können wir uns diese Schlacht in der nächsten Folge zu Gemüte führen, auf dass wir siegreich sein werden. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.